Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit dem versprochenen zweiten Teil von den Kraftbody-Neuheiten, die im September, ja September, Oktober jetzt bei QVC auf Sendung kommen. Und zwar ist es diesmal denn jetzt endlich das Crystal Art Video. Ich hoffe, ihr könnt das Glitzern schon sehen. Das sind jetzt Diamond Painting Sets, die ich euch gerne vorstellen möchte, die es demnächst ganz, 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 ganz neu bei QVC geben wird von Kraftbody. Guckt mal, und hier sind wir schon beim ersten Set. Wir haben hier Kissenbezüge. Hier ist er. Ein super toller Reißverschluss. Kann man auch schön sehen. Ist ein schöner Stoff. Es sind natürlich mehr Dekokissen. Ich meine, wer es möchte, kann sich da ja natürlich drauflegen. Aber ihr würdet dann nachher die Steinchen im Gesicht haben. So, es gibt das Set 589087. Wieder komplett mit Anleitung, ganz natürlich. Und es gibt Kissenhöhlen in 30 x 30 cm. So, einmal diesen Husky, könnt ihr die Augen sehen. Ich finde das so süß, ich habe mich sofort verliebt. Ich bin ja selbst Hundebesitzer, zwei Stück, stolze Hundemama. Und dass die Augen nicht blau sind, sondern pink, ich finde das so geil. Und guck mal, wie schön das aussieht. So, ich muss dazu sagen, ich habe den schon komplett einmal mit den Crystal Art Sealer eingestrichen. Ist auch wieder vorrätig im Shop übrigens, weil da ja Bewegung reinkommt in der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt leider nur, habe ich mir extra gekauft und habe das gar nicht mitgekriegt. Das Kissen ist viel zu groß, also viel zu dick. Ihr müsst flachere Kissen nehmen. Ja, das hatte ich mir im schwedischen Möbelhaus, wie man so schön sagt, mitgenommen. Dafür extra. Und das ist zu dick. Das passt da leider nicht rein in die Kissenhülle. Also ihr müsst flachere nehmen, die nicht ganz so ein starkes Volumen haben. Und dann gibt es, wie gesagt, einmal diesen Husky, wofür ich mir jetzt persönlich noch ein flaches Kissen besorgen möchte, weil ich mir den auf mein Board stellen möchte als Deko-Kissen. Wie gesagt, Kuschelkissen sind es nicht, ne? So, aber wenn ihr das mit dem Sealer gemacht habt, dann könnt ihr das auch alles drehen und knicken, wie ihr wollt. Und dann kommen die Steinchen ja auch nicht mehr hoch. Ne? Also, es gibt diesen wunder, wunder, wunderschönen Husky. Ich bin da echt sowas von verliebt drin. Ne? So, passt auf. Es gibt natürlich alles Mögliche da wieder zu. Komplett die ganzen Steinchen, Schalen, Schiffchen, das Gelwachs, die Stifte, die Tütchen, die Aufbewahrungstütchen. Es ist alles wieder dabei. So, dann gibt es diese Zettelchen dafür, falls ihr die benötigt. Und es sind zwei Kissen. So, und das heißt, hier könnt ihr das schon sehen, es wird noch eine französische Bulldogge geben. Da ganz knuffig, einmal ungelegt und einmal fertig belegt. Das habe ich jetzt aber in der Zeit nicht mehr geschafft. Ich habe jetzt nur den Husky geschafft und zeige euch das jetzt mal, wie es dann zu euch nach Hause kommt. Da ist er. Ist er nicht genial? Ist der nicht Bombe? Auch, also sowas von knuffig. Wie wir das gewohnt sind, mit einer Folie obendrauf, die wir dann abziehen und die Steinchen belegen können. Der ist genauso wie der Husky, wie ich euch eben schon zeigte, hinten mit einem großen Reißverschluss, einmal komplett quer rüber, wo er den dann, ja, wo man das Kissen dann reinschieben kann, ne? So, jetzt ist das natürlich nicht, wie wir es gewohnt sind von Kraftbody, dass es eben schon auf diesen Keilrahmen gespannt ist. Legt euch das ein bisschen hin, ein paar Tage. Streicht das mal kurz glatt und dann legt er sich auch relativ glatt. So mehr Steinchen dann nachher drauf sind, umso glatter wird das Ganze auch. Es ist, ich packe das mal kurz zur Seite. So, es ist diesmal ein bisschen anders. Also anders in dem Sinne zu legen, weil es eben halt auf diesen weichen Stoff ist. Und deswegen empfehle ich euch, packt euch da einen Karton rein. Ne? Macht das hinten auf, schiebt euch da irgendwie so ein Stück, schneidet euch was zurecht. Oder ein Holzbrettchen, wenn ihr habt, so ein 30 x 30 Karton, weil so weit geht es. Aber wenn ihr in die Mitte kommt, wo der Reißverschluss ist, habt ihr natürlich hier so einen kleinen, kann man das sehen? Ja, guck mal, so eine Erhöhung hier, da, das kann man ganz gut sehen. Ne? Und daraufhin ist das ein bisschen kibbelig mit den Steinchen, die halten trotzdem, keine Angst. Also ich verspreche euch das, das hält alles trotzdem, aber es kibbelt halt ein bisschen. Und dann ist das natürlich schöner, wenn ihr da was Gerades drin habt, dann könnt ihr durchweg schön gerade arbeiten. Wie gesagt, ich habe mir da beim Husky auch gar nichts reingeschoben, ne? Und habe das trotzdem hinbekommen. Also bloß, weil es jetzt eben nicht ganz plan aufliegt durch den Reißverschluss,
legt euch da was rein und dann habt ihr eine plane, glatte ja, Fläche zum Arbeiten denn, ne? Aber guckt euch den an, ist der nicht süß? So, das, also diese Dekokissen, die sind sowas von eine tolle Idee. Ich bin echt total verliebt da drinne und werde den auf jeden Fall auch nochmal machen. Und wenn der fertig ist, werde ich euch das auch nochmal zeigen. Ne? Also, wie gesagt, Artikelnummern schreibe ich euch wieder unter. Ich gehe davon aus, bei mir war das in einem Karton drinne, damit ich euch das zeigen darf, dass das tatsächlich ein Set ist mit zwei Kisten. Kann aber auch sein, dass QVC ein Set draus macht mit getrennten Kissen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, dass es die dann zur Wahl gibt, entweder oder. Ne? Das weiß ich jetzt leider nicht. Das konnte ich jetzt noch nicht in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, diese tollen Kissen und ich finde die Idee ganz große Klasse. Und guckt euch das an, obwohl ich da mit dem Sealer drüber gegangen bin. Und ich gebe zu, ich habe den Sealer nicht mit Wasser verdünnt. Wir empfehlen es ja eigentlich immer, den Sealer mit Wasser zu verdünnen und dünn aufzutragen. Da ich da jetzt aber wirklich keine Steinchen verlieren möchte drauf und weil das Kissen da ja Bewegung reinbringt und das ja so ein bisschen Wölben wird, das Bild, also so ein bisschen Spannung drauf bringt. Und ich habe das dicke Kissen drinne gehabt, was ich euch eben gezeigt hatte. Und habe bloß eben festgestellt, dass er dann mehr aussieht wie so ein Bernardiner. Das ist das einfach zu dick, das Ganze. Und es ist kein Steinchen abgegangen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das wirklich sehen könnt, wie schön der immer noch glitzert. Ne? Also traut euch ruhig mit dem Sealer zu arbeiten. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn der durchgetrocknet ist, glänzt und glitzert alles ganz normal, wie sich das gehört. So, das ist dieses schöne Set mit den Kissen. Und dann haben wir noch, tatatata, ich habe die schon geöffnet, zwei neue Kränze. Ich mache euch den mal kurz zu, das sieht ja so ein bisschen komisch aus. So, wir haben hier die 588711, einen neuen MDF-Kranz mit Mohnblumen. Ja, könnt ihr das sehen? Der ist auch super. Gleiche Größe wie sonst auch immer. Wo ist er? Ich habe ihn noch schon ausgepackt. Ich habe ihn liegen lassen. Oh, wartet mal kurz, ich bin sofort wieder da. Ich um meine Vorbereitung. Guckt, meine Lieben, ich habe ihn schon. Da ist er. So, ich hatte ihn da extra rausgeholt, damit das nicht so knistert. Und dann lasse ich ihn auch wieder liegen. Ich bin auch so ein Dusselchen. So, guckt, auf jeden Fall. Die gleiche Größe, wie wir es gewohnt sind von den MDF-Kränzen, wie wir das schon kennen. Na? Und es gibt einen mit Mohnblumen. Wie gesagt, das ist die 588711. Der ist niegelnagelneu. Auch wieder Komplettset mit allem, was wir dazu brauchen. Anleitung, Steinchen, das ganze Werkzeug. Ne? Also, dieser schöne Kranz wird ganz neu kommen. Und dann haben wir noch Tatarata. Natürlich darf der Winterkranz nicht fehlen. Und da haben wir diesmal auch. Ach, lassen wir es auf. So was, guckt euch das an mit dem Pinguin und lauter Eiskristalle. Wie toll ist der denn, bitte schön? Also ich finde diese Farben, diese Winterfarben, und der ist jetzt nicht nur auf Weihnachten, das ist eben halt ein reiner Winterkranz, den wir ja bis Februar, März, wie lange auch immer der Winter gehen mag, super hängen lassen können in unserer Wohnung, bei unserer Deko. Und der ist auch total niedlich. Und natürlich auch wieder ein Komplettset mit allem Zubehör. Gleiche Größe, wie wir das schon kennen. Und da guckt euch mal die süßen Pinguinchen an. Also ich finde den total toll. Der wird auch gut bei mir ins Badezimmer passen, muss ich dazu sagen. Dann könnte man sich auch mal ausnahmsweise was ins Badezimmer hängen. Finde ich auch ganz klasse. Also, und das wäre nämlich die 588682. Ich muss erstmal meine eigene Schrift lesen können hier. Nee, 582, 588582. Wie gesagt, ich schreibe euch die Artikelnummern wieder unter das Video und dann könnt ihr euch das gerne angucken. Ja, ich müsste jetzt alles im September, Oktober. Im September kommen noch viele Kraftbody-Stunden. Oktober hatte ich, glaube ich, die ersten auch schon gesehen. Und müsst ihr mal ein bisschen die Augen offen halten. Wie gesagt, ab und zu mal gucken bei QVC, wann die Artikelnummern freigegeben sein werden. Und es kommt auch noch vieles, vieles Neues mehr. Also auch im Shop demnächst werden neue Bilder kommen, neue Karten kommen demnächst von Kraftbuddy auch noch. Und, oh, was war denn das noch? Auf jeden Fall ganz, ah, neue Disney Collection. Kann ich euch auch schon mal versprechen. Dauert auch nicht mehr lange. Gibt es ganz neue Disney-Karten demnächst. Und
Postkarten und Bilder und ja, neue Notizbücher und also ganz, 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 ganz viele tolle neue Sachen wird es demnächst geben. Na? Und ach ja, und ein Kalender. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, kommt der aber erst im Oktober. Und da wird es dann einen Kalender von Kraftbuddy geben. So ein Ganzjahreskalender. Für jeden Monat ein Blatt war das, meine ich, genau. Und dann können wir, ja, 12 verschiedene Kristallartbilder. Ihr werdet es sehen. Lasst euch überraschen. Also es wird auch der Knüller werden. Ganz schön. Ich habe ihn schon gesehen in meinem Katalog. Und aber wie gesagt, der kommt, glaube ich, erst sogar Ende Oktober. So, wie gesagt, meine Lieben, Artikelnummern schreibe ich euch unten bei. Das sind jetzt die Sets, die ich aktuell weiß, die auf jeden Fall zu QVC kommen. Und wie gesagt, ihr dürft euch demnächst auf ganz, ganz, ganz viele tolle, tolle Neuheiten freuen von Kraftbuddy im Diamond Painting Bereich auch. Viele, viele neue Bilder und ja, Bilder und alles Mögliche, so wie wir das kennen. Und wirklich schöne Sachen. Gut, meine Lieben, das war's dann mal wieder. Artikelnummern, sage ich zum dritten Mal, schreibe ich euch wieder runter. Ich weiß, ich wiederhole mich schon. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt und bleibt schön kreativ. Und bis bald mal wieder.